Wir begrüßen euch herzlich zu unserem Video aus der Umgebung von Calgary, also aus der Provinz Alberta in Kanada. Hier zeigen wir euch die Badlands, also die Prärie oder besser eher die Wüste von Alberta. Wir fahren aber auch in die Natur mit ihren dichten Wäldern, in denen natürlich auch Bären unterwegs sind. Den harmlos klingenden Buffalo Jump zeigen wir ebenso wie eine der kleinsten Kirchen weltweit. Und selbstverständlich zeigen wir euch einen typischen Campground in der Wildnis. Einige interessante Tipps haben wir recherchiert, falls ihr mal mit dem Wohnmobil dieses Land bereisen wollt. Und zum Schluss gibt es noch eine Abfahrt in der Nähe zur Olympia-Sprungschanze. Alles ist in Kapiteln unterteilt, so könnt ihr euch aussuchen, was speziell für euch interessant ist. Fährt man ca. 100 Kilometer nordöstlich von Calgary Richtung Drumheller, kommt man in die sogenannten Badlands, also eine wüstenähnliche Landschaft. 1884 entdeckte dort der Geologe Joseph Tyrrell Dinosaurierfossilien. Wir wollten uns das nach dem Geologen benannte Royal Tyrrell Museum ansehen, indem man bei einem Rundgang eine Zeitreise bis in die Milliarden Jahre alte Erdgeschichte erleben kann. Was nützt es dem Menschen Grab? Ein Schwein muss er haben. Und wie kann man sein Geld verdienen, wenn man in den Badlands wohnt? Und das sind die Badlands von Kanada. Ja, in Alberta. Da gibt es Gott sei Dank einen Herrn Tyrrell. Und der hat hier Knochen von Dinosauriern gefunden. Ihr wisst ja, vor 66 Millionen Jahren gab es diese Explosion. Und dann waren sie verschwunden. Und all das kann man hier im Royal Tyrrell Museum nachvollziehen. Und gleich als Fazit, die Ursi fand's. Ah, ich fand es wieder mal super interessant. Wir waren schon vor 15 Jahren mal da, da fand die Ursi das schon mal super interessant. Und der Helle hat schon damals gesagt, naja, wer Dinosaurier macht, für den ist es schön. Und da habe ich meine Meinung nicht geändert. Es ist sehr interessant, ganz klar sagen. Ja. Und wenn man schon in der Ecke ist, dann sollte man das auf jeden Fall gesehen haben. Da gibt es dann auch eine kleine Exkursion zu den Badlands. Gehen wir mal rum, Ursi. Da seht ihr hier. Da hat man dann einen Überblick, wo die Ausgrabungen stattgefunden haben. Ich spare mir diesen Weg. Die Ursi geht ihn, nimmt die Kamera mit. Ja, ich gehe jetzt hier hoch auf diesem Aussichtsturm oder Aussichtsblick. Mal schauen, was ich da denn sehe. Aber wir fahren dann noch durch die Badlands und dann schaue ich mal da, wo keine, nicht solche Menschen was sind, damit auch mal wieder zu mir hochkommen. Bei den Präriewinden ist es nicht so einfach, denn die setzen es langsam wieder ein. Ja, ja, denn wir sind ja hier durch die Prärie gefahren, also. Und da ist nachmittags immer Wind. So, und jetzt geht die Ossi mit euch da hoch. Ja.
Nur wenige hundert Meter nach dem Museum stößt man direkt auf die Little Church. In dieser kleinen Kirche werden noch regelmäßig Messen gelesen bzw. Hochzeiten gefeiert. Allerdings finden da nur 6 Personen Platz, sodass sich die Hochzeitsgesellschaft ziemlich reduzieren muss. Nach der Überfahrt mit der Bleriot-Ferry ging es zurück nach Calgary, vorbei an mehreren für Alberta so typischen Ölförderpumpen. Und wie ist es? Natürlich, wir brauchen wieder ein neues Auto. Also irgendwie scheinen wir dieses Jahr ein bisschen vom Pech verfolgt zu werden, was das mit Fahrzeugen anbelangt. Naja, Helle ist jetzt gerade drin. Und sagt, dass man ein neues Auto brauche oder bekommen solle, hat es auf jeden Fall mal geheißen. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Hm? Ja, Helle, mit was kommst du denn jetzt an? Ach du, die haben mir jetzt gesagt, mir die Farbe nicht mehr gefallen, da habe ich den Reifenblatt gefahren und jetzt haben sie mal einen blauen gegeben. Ja, so kann man es auch sagen, gell? Aber ich sag's ja, bei uns ist immer, irgendeine Action haben wir immer. So, und jetzt müssen wir natürlich unser Gepäck, oder was heißt halt Gepäck, das, was man beim Tagesausflug dabei hatte, erstmal umladen und dann geht's wieder weiter. Der nächste Ausflug ein paar Tage später ging Richtung Rocky Mountains, also Richtung Westen. Umsonst ist der Tod und der kostet Leben und in Kanada ist es nicht anders.
Da sind die Wälder zwar umsonst, aber der Eintritt kostet $15, wenn man für einen Tag reingeht. Jeder Kanadier hat einen 12-Monats-Pass, der kostet pro Auto $90. Und wenn man für einen Tag, so wie wir, reingehen, dann kostet es $15. Da, wo wir jetzt sind, das ist jetzt Richtung Rocky Mountains ja. Von Calgary aus. Und da ist immer überall, in Kanada ist eine Hauptstraße, da bündelt sich dann der ganze Verkehr und rechts und links geht es dann kilometerweit menschenleer in die Wälder rein. Und da wollen wir jetzt eine Nebenstraße nehmen. Und wie gesagt, um da reinfahren zu dürfen, müssen wir $15 bezahlen. Ja, genau. Und das ist nicht die Hauptstraße, sondern der Highway heißt es hier ja eigentlich. Ja, ja. Gell? Also Highway. Und die sind immer bolzergerade. In der Regel, ja. Ja. Aber einschlafen darf man nicht, ab und zu kommt eine leichte Kurve. Ja, also jetzt gehen wir noch etwas weiter in die Wälder rein. Und zeig's euch einmal. Ja, schauen wir mal, was da uns erwartet. Genau. Hier sind wir angekommen an der Rezeption für einen Campground. Wir fahren jetzt durch diesen Campingplatz durch, zeigen euch die Stellplätze und natürlich auch die Entsorgungsstation. Thank you.
Circa 170 Kilometer von Kilkerly südlich gelegen ist Fort McLeod und ganz in der Nähe ist der bekannte Buffalo Jump, den wir unbedingt sehen wollten. So, und jetzt führt uns unser Ausflug zum Buffalo Jump, was sich so harmlos wie Büffelsprung anhört, war natürlich eine todernste Angelegenheit. Vor allen Dingen für die Büffel. Ja, aber auch für die Indianer, denn für die war das überlebensnotwendig. Und wir blenden euch einmal ein paar Szenen ein, damit ihr seht, wie das Ganze vor sich gegangen ist. Das ist hier Freigelände, also Buffalo Jump in Alberta noch. Das gehört alles noch zu Alberta. Und es ist also hier die pralle Prärie. Ja? Entsprechend pfeift auch der Wind um die Ohren. Und wir waren schon mal vor etlichen Jahren hier. Mhm. Und da hat es geheißen, es ist ein Kuga auf dem Gelände. Das heißt, man sollte äußerst vorsichtig sein, wenn man hier rausgeht. Heute scheint keine Gefahr zu sein, weder Büffel noch Kuga da. Über diese Kante wurden die Büffel getrieben und hier standen die Tibis der First Nations, also der Ureinwohner von Kanada. Das war für die First Nations überlebenswichtig, dass sie hier Büffel jagen konnten. Das war auch nicht so einfach, wie man da gesehen hat. Da gab es dann diese Büffelranner, hießen die. Die sind vor der Büffelherde hergerannt und ja, mussten dann schauen natürlich, dass sie bei Zeiten der Absprung schafften und sich in die Reihe eingliedern konnten, damit die Büffel sie nicht überrannt haben. Wir zeigen euch das im Video, ein paar Ausschnitte. Ja. So, und jetzt schauen wir uns das Museum an und dann geht es wieder weiter. Aber schon interessant. Sehr interessant. Also muss man auch mal gesehen haben. Und da vor Ort zu sein, das ist ganz was anderes, als wenn man das nur mal so im Fernsehen oder auf YouTube sieht. Ja. So, und jetzt sind wir an der nächsten Destination und das ist Olympic Park in Calgary. Genau, da fanden 1988 die Winterspiele statt und da gab es auch zwei besondere. Ja. Da war der Bob von Jamaika, der ist Jamaika-Bob, ist hier runtergefahren. Genau. Und was euch wahrscheinlich auch alle noch in Erinnerung ist, mein Lieblingssportler. Ja. Eddie the Eagle. Ja. Das war damals Kult, ja. Und das hat dazu geführt, also die von meiner Generation, von unserer Generation, die wissen das ja, ja. Der Eddie the Eagle hat sich das selbst beigebracht. Hat oder? Sich das, na wie heißt es wieder? Skispringen selber beigebracht in Großbritannien, ja. Ist dann da oben runter mit der geringsten Geschwindigkeit, die je ein Skispringer da runtergegangen ist und ist dann wie ein Stein runtergefallen, aber hat sich nie verletzt. Ja, ja, Gott sei Dank natürlich. Ja. Und da gab es einen Film drüber über Eddie the Eagle. Also ein toller Typ, ja, hat damals riesen Spaß gemacht. Die Leute sind ihm zu Füßen gelegen und haben ihn applaudiert, ja, mehr als den Sieger. Es war einfach Kult. Und danach hat dann der Skisportverband seine Regeln geändert und jetzt muss man gewisse Fähigkeiten nachweisen, ja, und zu Protokoll geben, bevor man auf der Skisprungschanze darf. Aber das war damals Kult, der Eddie the Eagle. Die Jüngeren, schaut mal nach. Ja, und wie heißt es so schön? Dabei sein ist alles. Jawohl, das war der Eddie, auf jeden Fall, ja. Ja, und das ist jetzt auch schon das letzte Ziel unserer Reise.
Der nächste Ausflug, den wir euch zeigen wollen, diente ganz alleine zu unserem Vergnügen. Wir fuhren nämlich zum Downhill-Karting in Calgary am Olympiagelände. Vor der ersten Fahrt an diesem Tag muss jeder eine Einweisung hinter sich bringen, wie er mit dem Kart umzugehen hat. Dann geht's los. Je drei Fahrten für jeweils drei Personen kosten $90. Kein ganz billiges Vergnügen, aber man muss das unbedingt erlebt haben. Es macht riesig Spaß. So, also wir wollten uns bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich daran teilgenommen habt an unserer Reise. Das hat uns sehr gefreut. Aha. Es war auch wieder eine ganz, ganz tolle Reise. Einige haben uns geschrieben, warum wir nicht mit Kanada, mit dem Wohnmobil oder mit Gustl in Kanada unterwegs sind. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir finden, Kanada ist ein ganz, ganz tolles Land. Die Menschen in Kanada sind durch die Bank alle extrem freundlich, ja. Zuvorkommend. Also wir können nichts Negatives sagen. Als Deutscher wird man hier auch immer mit einem Hallo begrüßt, ja. Wir haben Zugang gekriegt bei Woody's Motorhomes, ja. Mhm. Also alles null Problem. Es ist einfach schön. Kanada ist toll. Ich liebe die Menschen. Aber Urlaub mache ich in Europa. Ja, auf jeden Fall mal vorläufig. Und jetzt stand einfach die Familie im Vordergrund. Und das so und so. Mhm. Aber nach so langer Zeit wollten wir uns einfach wieder sehen. Und ein bisschen so campingmäßig haben wir uns ja umgeschaut. Und man soll ja nie, nie sagen, wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Genau. Mhm. Wir haben uns ja auch ein paar Eindrücke gezeigt. Wir zeigen auch natürlich noch vom Tesla, wie wir den Tesla bewertet haben. Nach 10 Tagen haben wir jetzt schon ein bisschen Erfahrung damit. Und man kann es nicht ausschließen, aber der Gustl ist für Europa gedacht. Und ich glaube nicht, dass ich außerhalb von Europa Campingurlaub machen möchte, aber so ist im Moment meine Einstellung, zu was mich die Ursi noch alles überredet, das weiß ich nicht. Wie gesagt, man soll nie, nie sagen. Also in dem Sinne, herzlichen Dank, wir hoffen mir auf einen guten Rückflug. Vielleicht melden wir uns noch mal kurz, wenn wir es geschafft haben und das Video noch nicht online ist. Und ansonsten sehen wir uns am Caravan-Salon in Düsseldorf. Jawohl, also, tschüss ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ja. Alles Gute nach Deutschland. Tschüss.